Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu MXGP 2, das offizielle Motocross Videogame-Freunde. Diesmal direkt von der Strecke gleich, hier mit einem neuen Design. Ich habe heute ein bisschen weniger Zeit, aber ich habe mir gedacht, bevor ich nur drei Runden fahre, mache ich gleich selber das Training und das Quali auf die Schnelle. Und wir starten gleich ins Rennen. Ich glaube, das ist besser als nur drei Runden und plus dafür das Training. Ich glaube, soweit ist das okay. So, hier meine Dress, genau, mein neues Motorrad, mein privates jetzt. Denn die Kombi hat mir gar nicht gefallen, irgendwie. Und ich habe versucht, die Leistung ungefähr wieder gleich hinzubekommen. Deswegen habe ich es nicht getunt, weil einer mich gefragt hat in den Kommentaren letztens. So. Schaut ganz gut aus. Wir springen weiter. Carole de Sal, Berlin, Nagel. Nagel. Sehr schön. Nagel sechster, Fabre wieder zweiter. Schlägt er jetzt heute zurück? Schlägt er heute zurück? Man weiß es nicht. So. Ich würde sagen, startfrei ins Rennen. Und startfrei. Ja, gleich die Pole natürlich. Weiter. Los geht's, jawohl. Guter Start hier. Schlecht aber dann rausgekommen. Ganz eng bleiben, jawohl. Le Poto, den spricht man glaube ich irgendwie anders aus, hat mir einer geschrieben, jetzt weiß ich aber nicht mehr leider wie. Egal, ihr wisst es eh. So, wie geht's los? Favre erster und dann ein Suzuki-Pilot auch. De Sal vorne, unser Kollege mit der Suzuki. Nagel hinter uns auf der 5. Gut dabei. Ein bisschen ins Trudeln gekommen. Ja, meine Farben schon gerade fast ein bisschen so aus, als würde ich da im deutschen Nationalteam fahren, oder? War jetzt eigentlich so in dem Sinne gar nicht gewollt. Hat sich aber durch die Suzuki so ergeben irgendwie. Passt aber so ganz gut zusammen. Ich wollte es ja wie das Motorrad machen, deswegen, ja, das passt schon. So, ja, die Kollegen da vorne gar nicht so schlecht unterwegs. Die Strecke ist jetzt zum Training her, da ist keine Ecke drin, die wirklich gefährlich ist und schwer. Im Vergleich zur vorigen Strecke, die war aber trotzdem sehr interessant zu fahren. Die ist wieder ein bisschen einfacher, finde ich. Insgesamt vom Layout her keine so eine Stop and Go irgendwo drin, was gefährlich werden könnte. Alles überschaubar. Einfach vergessen hier zum Gas geben. Chef, wo ist Nagel? Gerade hinter Cairoli auch zurückgefallen auf 7. Das gibt wieder einen Dämpfer. Da muss er vielleicht schauen, dass er einen besseren Start im zweiten Lauf hinkriegt. Max Nagel. Oh, wer kommt da schon daher? Komm, Benny, gib Gas. Ja, Bob Chef, da ist er schon. Ah, schlechte Welle erwischt hier. Ah, schlecht rausgekommen. Ach verdammt, was ist denn da los? Die Kohle ist ja gut gelaufen. Da kommt schon Nagel.
also ein bisschen besser hier in dem Sektor gerade unterwegs. Finishline, beginnt die dritte Runde. Ja, kleinen Vorsprung auf Nagel. Ja, vielleicht sollten wir gar keinen Scrub machen. Wir sollten da versuchen, über den Hügel drüber zu kommen. Konzentration ist angesagt. Wir schließen wieder ein bisschen auf die Kawasaki für uns. Keroli hinten überholt gerade Nagel. Da gehen wir vorbei an der Kawasaki, sehr schön. Mal fürs Erste, warten mal, ob wir das halten können. Schön innen bleiben. Da haben wir ein bisschen blockiert, da muss er vom Gas gehen, glaube ich. Jetzt, da hat er uns doch bemerkt, nicht immer die KI, dass er einen bemerkt, aber jetzt haben wir es. Und wir wären gerade auf 3. Das heißt 2-3 Suzuki. Und die Runde 4 beginnt. Im ersten Rennen. Mal hier ohne Scrub, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Ja, perfekt. So haben wir diese Ding nicht reinbekommen, diesen Schlag, diesen unnötigen. Sehr schön, aber Desal vorne schließt schon wieder auf Favre schon wieder auf und überholen ihn da gerade außen. Können wieder mitgehen, schauen wir mal. Kleine Haarnadelstelle da hinten mit so einer S-Schikane, aber nichts Dramatisches, da ist die Erde schon ein bisschen stark zusammengeschoben. Und ich komme hier wirklich näher. Mal schauen, ob wir in der letzten Runde da noch was machen können. Sehr schöne flüssige Strecke hier. Gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut. Uah. Und da geht's in die letzte Runde. Da hinter uns weit und breit niemand zu sehen. Sehr sympathisch. Ah, ja, geht aber. Favre jetzt weiter. Ja, wenn ich Favre überhole, wäre natürlich extrem geil. So könnte ich Nagel ein bisschen helfen. Und eine Suzuki Doppelsieg rausfahren. Und Keroli fightet hinten mit Nagel. KTM gegen Husqvarna. So lange habe ich es nicht mehr, dass ich hier Favre vielleicht noch abfangen könnte.
Jetzt der Versuch. Ja, der ist natürlich top drauf hier. Wow, da haben wir es versucht. Oh, das war hart, aber fair. Nichts passiert, jetzt vorbeigegangen. Wow, dann will er sich unbedingt innen durchdrücken. Nein, vor der Ziellinie. Jawohl, und wir auf zwei. Jawohl, geil. So, wo ist er? Da kommt er. Jawohl, da haben wir noch in der allerletzten Schikane. Schön, da wollte er noch einmal zurückfighten. Wir haben es aber auf die zwei geschafft zum Doppelsieg von Suzuki. Fahrwillkoto. Cairoli, Cairoli dann doch vor Nagel. Jetzt haben wir ihn schon so gut geholfen. Und dann wurde er wieder nur Sechster, aber ein bisschen haben wir ihn können unterstützen. Ja, schon 22 hat er nur 20 Punkte gemacht und Nagel 15, ja. Ist okay. Aber aktuell hat er, wie viel waren es, 2 Punkte Vorsprung, dann sollte er jetzt eigentlich aktuelle Führung gerade wieder übernommen haben. Favre vor Nagel. Ich weiß jetzt gerade selber nicht, wie weit ich noch weg bin hinten. Auch nicht mehr allzu weit, glaube ich. Jo, sehr gut. Cairoli wieder dabei, aber eben nicht ganz vorne. So, zweiter Lauf. Und Cairoli auch, aber vor allem jetzt Nagel. Braucht auf jeden Fall mal einen guten Start. So wie auch. Da Cairoli, da kommt er glaube ich gut weg. Ich jetzt, da ist er sogar Erster, KI-mäßig. Jawohl, Cairoli mit vorne mal dabei. Jetzt bin ich gespannt. Da könnte er das Rennen noch gewinnen, Cairoli. Botto wieder hier am Start, Nagel wieder nicht ganz vorne. Und ich hoffe, er stürzt nicht wieder, Cairoli. Das haben wir heute. Ja, das ist Nagel. Sehr schön, er ist mit dabei. Boah, da springen wir uns gleich gegenseitig rein. Ah, der Decker überholt gerade hinten Nagel. Der nächste KTM-Pilot, glaube ich, war das, oder? Wenn ich es verschaut habe. Was ist denn jetzt? Was? Ja, aufhören zum Schauen. Aufhören zum Schauen, bitte, und konzentrieren. Jetzt fahre ich links von der Bahn. Was ist mit mir jetzt los? So. Da sind wir schon wieder hinter der Kawasaki. Sehr schön. Nichts passiert. Kurve, was immer enger wird. Ja, das Spiel macht riesen Spaß, Freunde. Ich kann es nur jedem empfehlen. Vor allem, wenn man da ein bisschen drin ist mit der Sticksteuerung. Cairoli, Zweiter, aber mit dabei vorne, sehr schön. Mal schauen, ob sie Favre diesmal einholen. Wo ist unser Suzuki-Kollege heute? Keinen guten Start. Nein, und da hinten. Ich glaube, das ist er. Desal. Neunter Crash. Ach du Scheiße. Ja, kann passieren hinten. Und was ist da? Da biegt Ding ab. Aber ich glaube, nicht allzu viel passiert. Da ist er rechts ab. Pauline war das, oder was? Nein. Die Kawasaki auf jeden Fall. Biegt da rechts ab. Ich habe es leider nicht genau gesehen, was passiert ist. Sind sie zusammengestoßen? Nein, oder? Fahrfehler, keine Ahnung. Wie viel ist er abgebrochen, konnte aber halbwegs gleich wieder weiterfahren. Obwohl wieder Botte jetzt hinter uns ist, aber hinten ist wieder das Kawasaki da irgendwo, ich weiß nicht. Wenn wir dann im Endergebnis eh sehen, da habe ich aber irgendwas Grünes gesehen. So, geht doch hier. Geht doch hier. Da drüben haben wir ein paar so Zugis vorbeifahren gesehen. Ja, vorne, vorher hat er irgendwie den Wurm drin gehabt, da haben wir so einen Linksdreh gehabt und keine Ahnung. Wir gut dabei wieder. Und hinter uns eh die Kawasaki. Passt, da ist ihm nichts passiert. Da hat er nur gegen uns den Platz verloren.
Also muss bei einem Crash nicht unbedingt immer das Dramatischste passieren. Der Nagel wieder nicht dabei. Favre erster, sehr schlecht für ihn. Ob ich ihn noch erwische, ist eine gute Frage. Das heißt, da müssen wir mal an Cairoli vorbei. Jetzt bin ich mal gespannt, was er für einen Speed hat, weil er eigentlich ja den Rennspeed hat. Aber gut, gegen Favre... Favre wird dann auch schwierig, weil da ist er natürlich ganz vorne. So, und jetzt hier, ja, die letzte Schikane wieder hier, wie vorher in der letzten Runde. Wieder vorbeigegangen, Bernie Baum. Sehr schön. Das ist meine Schikane. Nein, er wollte, ich bin in der vorletzten vorbei, er ist in der letzten, er wollte bei mir in der vorletzten, glaube ich, vorbei. So, da kommt aber schon wieder Cairoli, lässt sich natürlich nicht bieten. Und zieht da vorbei. Ja, wenn wir dann einmal alle Marken wieder durch haben, soll man so weit kommen, sollte ihr so weit Interesse haben, werden wir dann natürlich auch einmal KTM mit der 450er fahren, kein Thema. Dass er wieder quasi von vorne losgeht vielleicht. Komm. Nächste Saison werden wir ja höchstwahrscheinlich Kawasaki fahren. Das wurde ja am meisten gewünscht, nur haben wir leider keinen Vertrag bekommen. Und ich wollte ja in einem Werksteam eigentlich fahren. Also aber jetzt immer gesehen, am Ende nicht so wichtig ist jetzt. Aber nächstes Jahr werden wir doch ein Angebot von Kawasaki hoffentlich bekommen. Sonst fahren wir im schlimmsten Fall auch wieder die private Maschine. Ist ja kein Ding. Ja, da waren wir dann zu weit. Aber nichts passiert. Ich meine, nichts passiert ist gut. Wir wurden zurückgesetzt. Da wollte ich es rausbeschleunigen, aber ja. Ich habe es gesehen, dass wir ein bisschen zu weit geraten nach außen. So, Runde 4 von 5 haben wir am Start. Ja, da hebt man dann ein bisschen ab, das ist gar nicht so gut, wenn man so schnell reinkommt hinten. Oh, schön, das mit Speed hier runter, das ist sehr geil, die Stelle. Cairoli fährt echt in super Speed. Ah, jetzt bin ich außen, da hätte ich können innen versuchen, jetzt war ich ein bisschen blöd positioniert. Bisschen blöd gestanden. Oh, schon wieder hier fast der Fehler. Ja, da zieht es mich immer nach links. Keine Ahnung. Weil er einlenkt und um die Kurve und dann lässt man da zu spät aus. Und tippen. Bobsche finden. Mit dem Crash, schade. Wäre hier auf der Strecke, glaube ich, ganz gut unterwegs. So, mal vorbei an Cairoli, sehr schön. Mal schauen, ob er noch einmal kontern kann. 2 Sekunden ist Favre vorne weg, aber wenn wir jetzt frei fahren können, glaube ich, könnten wir uns vielleicht wieder absetzen von ihm. Schauen wir mal. Boah, jetzt ist es wieder leicht nach links, aber das kann man nochmal ausbessern. Nähern uns Favre. In der letzten Runde, so könnte man Nagel auch wieder helfen, beziehungsweise wir natürlich unsere Position selber stärken und da sogar Richtung Spitze angreifen. Aber schauen wir mal jetzt. Achso, ja gut. So haben wir noch hier in der Runde.
Nein, nicht, oder? Noch nie da rausgefahren. Jetzt in der letzten Runde, in der 10. Runde, hier auf der Stelle, wo ich noch nie da rausgefahren bin, ein Zurücksetzer. Naja, gut. Das müsste es fast mit P1 leider gewesen sein. Sehr blöd. Da sind wir vorausgefahren, genau. Jetzt haben wir es ein bisschen besser erwischt, also bei dem einem Rollmanöver. Ja, das wäre die Kurve gewesen hier. Leider, leider, leider nicht. Eieieiei. Ja, ich spring gleich Richtung Kamera. So. Au, Desalk halten auf 7.8. Ja, Roman, Favre. Fefre. Wurscht. Vor Baum, Caroli, Lopotto. Paulin, Nagel, 6. Ja. Eieiei. Schauen wir gleich rein in die Wertung. Ja, man schlägt nämlich um einen Punkt hier in der Gesamttabelle von diesen Rennen. Nagel nur 30 Punkte. Oh. Caroli gute Punkte. Und jetzt habe ich sogar Nagel überholt. Und Desal nur einen Punkt hinter Nagel. Caroli auch schon langsam. Kommt in Fahrt. Ja, und Fevre. Der ist natürlich heißer Kandidat auf den Titel. Muss man endlich. Muss man fairerweise so sagen. Der ist echt gut drauf. Wo geht das nächste hin? Okay, eine Schotterveranstaltung auf jeden Fall. Schaut wieder vom ersten Blick aus gar nicht so schlecht aus. Gut, ich darf mich bedanken. Das war's schon wieder. Und wir sehen uns... Ja, dann morgen höchstwahrscheinlich wieder. Ja, am Wochenende jetzt noch einmal kurze Programmänderung. Am Samstag, Sonntag wird es bleiben, wenn es sich ausgeht bei mir natürlich, dass ich um 11 Uhr immer MX bringe. Und unter der Woche neuer Sendeplatz, Freunde, neuer Sendeplatz. Ich werde es, wenn ich es vergesse, in die Kommentare reinschreiben. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie mehr Zuschauer locken können. Am 19 Uhr dann, unter der Woche. Vielleicht können wir da ein paar mehr Zuschauer eben locken. Ich hoffe, das ist für euch soweit okay. Ist einmal ein Versuch. Machen wir das einfach einmal nur nächste Woche. So 5-mal. Montag bis Freitag und schauen mal, ob wir irgendwie mehr Zuschauer vielleicht locken können. Und wenn es euch nicht gefällt, können wir wieder auf 13 Uhr zurück oder wo auch immer. Zu welcher Zeit. Ja, wenn wir es wieder fragen oder diskutieren, wird sicher wieder, ja, da werden wir auf keinen grünen Zweig kommen. Außer wir machen eine Abstimmung. Weil ein paar werden sicher 13, ein paar werden 16, ein paar werden sagen, ja, 19 ist auch okay und dann, ja. Aber jetzt einmal fix, machen wir mal 19 Uhr nächste Woche und schauen mal, ob sich was ändert. Und dann schauen wir einfach weiter. Vielleicht machen wir wirklich eine Abstimmung, wie es ihr am liebsten, welche Zeit ihr haben wollt. Da mache ich einfach, ja. 13, 15, 16, 18, wie auch immer. Egal. Lassen wir das mal auf uns zukommen. Der Part ist jetzt, warte mal, da müsste es Samstag sein, jetzt ist Freitag, genau. Das, der kommt eh um 11, der am Sonntag kommt auch um 11 und dann der erste am Montag. Am Montag der Part, den werde ich mal um 19 Uhr raushauen. Oder machen wir 18 Uhr? Ich werde Montag, Dienstag, immer wieder rumexperimentieren mit Montag vielleicht einmal um 18 Uhr, Montag, Dienstag und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag zum Beispiel um 19 Uhr. Nur mal um zu schauen, ob wir da eben einschaltquotentechnisch irgendwas in die Höhe treiben könnten. Vielleicht. Das einmal das Experiment nächste Woche. Unter der Woche, also Montag bis Freitag. Wochenende bleibt alles gleich um 11 Uhr. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke für euer Verständnis. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.